Irgendwann sind wir der Markt dabei merken und wir spielen nicht Heroes of the Storm, sondern wir öffnen Päckchen. Das neue Add-on ist rausgekommen da hier, das komische Klaken-Päckchen da hier, das ist auch nicht, wie das genau heisst. Das ist oh mein Gott, wie heisst es schon wieder da hier? Das ist das Flüstern den alten Göttern, wir haben neue Päckchen und so, da können sie wieder ein bisschen Geld verdienen. Und bei mir ist das schon gut gekommen, weil ich 78 von diesen scheiß Päckchen. Und wir öffnen die. Das ist heute unser Moment. Hey Gamerinos, ich bin's, der Mark, der B-Mac, euer Hearthstone Pro Gamer. Nein, bin ich nicht, aber trotzdem spielen wir Hearthstone. Und wir spielen da hier, ich komme noch ein bisschen mehr Päckchen, aber ich muss noch 7 Spiele gewinnen. Aber wir öffnen heute grosse Päckchen öffnen, weil es ist ja da hier, wie heisst da? Das Flüstern der alten Götter. Das sind neue Päckchen, dass sie wieder ein bisschen mehr Geld verdienen können. Bei mir hat es funktioniert, ich habe nämlich schon 50 gekauft und noch 28 effektiv mit meinem Ingame-Money, das ich mir da hier zusammen gespart habe, habe ich mir das geleistet, nicht wahr? Und wir öffnen die mal zusammen und schauen uns mal die Karten an. Ja, jetzt tut da nicht rumzittern. So, erstes Päckchen. Buah. Sehen wir hier. Verursacht 9 Schaden, der Zufall alle Charaktere verteilt wird, ist noch geil. Problem ist, ich spiele nie Hexenmeister. Er ruft 5 Sekunden der silbernen Hand herbei für den Paladin. Ist vielleicht auch noch cool, ja. Was haben wir hier? Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 3 kostet. Das ist auch noch cool. Donnerkrachen für den Schaman, für den Diener 4 Schaden zu. Okay. Ja, und noch eine Ass-Larve. 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 Ah ja, lassen wir jetzt sein. Noch keine legendären. Mal schauen, was wir zuerst haben. Oh, das ist aber nicht schlecht. Unheimliche Schrecken. Ja gut, so gut ist die. Ja, okay, schlecht ist er nicht. Nachher haben wir hier Dunkelheiner Ratsherr. Erhält einen Rang, nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt. Kann man machen. Und hier haben wir Dunkelheiner Gelehrter. Werft eine zufällige Karte ab, Todesurkel, zieht eine Karte. Okay. Zauberschaden plus 2. Das ist noch cool. Wilde Wut wählt vielleicht einen Helden 4 Angriff in einen Zug oder erhält 8 Rüstung. Okay. Ui, und da kann jetzt das nächste da hier. Verleiht eure Waffe 2 Angriff. Okay. Episch, schau da. Verderbte irdische Welt ruft 7 irdische herbei oder verleiht euren Diener. Das ist natürlich eine ganz geile Karte. Vernichtet einen eingefrorenen Diener. Das kann noch cool sein. Düsterreber, alle Klassen. Den finde ich nicht so geil, weil als Magier oder so kannst du das schon vergessen, dann macht er dich kaputt. Nur noch selten. Er stellt bei feindlichen Helden 8 Leben wieder her. Das ist so ein bisschen ähnlich wie da die Zombie-Dinger, oder? Wo nachher sterben und nachher 5 Leben machen. Na, ist auch nicht schlecht. Wir gehen weiter, wir haben noch Huren viel. Den haben wir schon gehabt. Den haben wir auch schon gehabt. Oh, der. Gesichtsloses Ungetüm. Das ist nicht schlecht. Und dann haben wir hier entdeckt einen Todesröckelkarte. Das ist auch nicht schlecht. Auf der Jagd verursacht ruft ein Mastiff. Oh, das ist nicht. Ich will noch viel gerne und viel Jäger spielen. Ruft einen Schlamm. Oh, der ist ganz gut. Der ruft einen Schlamm noch mit 1-1 mit Spot und ist auch noch da. Das finde ich recht geil. Ah, die Arschlarven brauchen wir nicht. Wenn ihr einen Diener mit Erbeiruf erhält, dieser Gottesschild, okay. Sonst erst der Mat legt einen rostigen Haken an. Ah, schon noch cool. Er dann noch die. Das haben wir schon, den haben wir schon gehabt, der Dude. Das spritzt mir das ganze Gesicht. Und das ist ganz geil. 5-5 Windzone, und der haut ja rein wie nichts. Der könnte eine echte Finisher-Karte sein. Schurker, einen Waffenangriff, das haben wir schon gehabt, verstellt. 5 Leben wieder her, okay. Und da haben wir noch ein Ding, seltene. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Der Grizzly, auch nicht schlecht. So, weiter. Jedes Mal, wenn ein Freund deine stirbt, erhält euer Cartoon, egal wo er sich befindet. Das ist ganz geil. Sonst haben wir nichts, der Jäger von Cartoon. Verursacht Schaden und verleiht euren Cartoon, egal wo er sich befindet. Das ist nicht schlecht. Den finde ich super, der Psychodron. Der ist super, der ist eine hure geile Karte. Ja, der ist so ein bisschen nah, ja. He, und das ist okay. Wir haben schon gehabt. Dann kommen wir gleich weiter.
Seltene Karten. Eine Waffe, wenn ihr einen Pirat kontrolliert und der Hersteller, wenn die nicht. Das ist auch nicht schlecht. Das finde ich nicht, das ist nicht so schlecht. Schwarzmeerpiraten, die Waffe kosten weniger, das ist okay. Für einen zu feinen Schaden zu, ist okay. Zieht einen Karte, wenn es sich um ein Wildtier handelt. Finde ich auch geil. Und jetzt geht's weiter hier mit Mr. Sibyl-Karte. Und episch. Ersetzt euren Helmfähigkeit und Hexenmeister-Karten durch die einer anderen Klasse. Die Karten kosten 1 weniger. Na, ist nicht schlecht. Akolyte, jedes Mal, wenn ein Charakter geheilt wird, erhält euer Karte. Du, das ist ganz böse. Heißt bloß 1, das ist ganz böse. Zauberschaden. Haben wir schon gehabt. Vielleicht ein Diener, das ist auch hure böse, finde ich. Und Schattenschlag fügt einen unverletzten Charakter 5 Schaden zu, finde ich auch geil. Da haben wir Windzone, da haben wir schon gehabt, das ist gut. Da haben wir auch schon gehabt. Vielleicht eine Waffen. Okay. Haben wir auch schon gehabt. Und da ist. Vielleicht ein Zufall für einen Diener Gottesschild. Das ist auch nicht schlecht. Wenn man 2 hat, kann man gut einsetzen. Stellt Leben wieder her, haben wir schon gehabt. Vielleicht ein Cartoon, egal wo sich befindet. Das ist auch nicht schlecht. Beruf, dann zu verdienen, das haben wir schon gehabt. Und da hier ist. Stellt bei eurem Helden 10 Leben wieder her, wenn euer Kadum mindestens 10 Angriff hat. Finde ich auch geil. Fügt den anderen Dienen Schaden zu, okay. Dann gehen wir weiter. Vielleicht. Das ist auch wieder so eine super Karte, die ich. Mit dem Cartoon da, der Zutun, oder wie der heißt, der Zombie da hier, der ist natürlich mit dem Ruhe pushen. Waffen kosten weniger. Ganz geil für Krieger. Vielleicht ein Cartoon, egal, das haben wir doch schon gehabt. Das haben wir schon gehabt und. Haben wir schon gehabt. So, jetzt hat ich mal legendär, komm. Das ist gut, den haben wir schon gehabt. Das verringert die Kosten dieses Karten zu mir. Das ist auch nicht schlecht. Das kannst du nicht zertümmern, den haben wir schon gehabt. Den haben wir schon gehabt und das ist. Das haben wir auch schon gehabt. Das ist auch noch cool. Ui, schau jetzt. Mitternachtsdrache. Kampfschrei erhält Angriff für jede andere Karte auf eurer Hand. Das ist ja böse. Da kannst du auch so eine Finisher-Karte. Und da hier friert ein Zuhilfe, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Das ist auch nicht schlecht. Und da geht es gerade weiter auf zwei Spinnen herbei. Das ist auch geil. Das ist auch geile Karte für einen Jäger. Haben wir schon gehabt. Und da ist auch nicht mehr viel Gefühl. Das ist auch geil. Ja, okay, das sind natürlich böse Karten für den Schaman. Boah, das ist ja ganz böse. Rostigen Haken haben wir schon gehabt und das haben wir schon gehabt. Hier, da haben wir schon gehabt, das haben wir schon gehabt. Und das, was ist das für eine Diener zufällig, die eins mehr kosten? Das ist schon geil. Mit dem kannst du huren und kannst so huren küttern. Das ist noch recht cool. Allen anderen Dienern einen Schaden zu, das ist auch geil. Und da sind wir müssen das ab, da finde ich weniger geil. Ja, den haben wir schon gehabt. Der ist schon super. Zwielichtelt ist der, vielleicht ein Cartoon. Ende eures Zuges 1 plus 1. Solange es der da ist, pusht es da. Ruft immer so viele Tentakel herbei. Okay. Episch, schau da. Ein gesamter Ruf, zufällig Diener bei dem so viel kosten. Okay. Es ist jetzt noch keine legendäre Karte. Vernichtet einen verlorenen Herr von der. Euer Diener zufällig, das haben wir schon gehabt. Und da wieder eine epische, verbraucht euer gesamtes Mana, erhält für jedes verbrauchtes Mana. Das ist für Druid natürlich cool. Ich spiele leider nicht so viel Druid, aber das wird sich vielleicht ändern. Nein, dann noch. Weiter geht's, komm da. Wir sind noch da voll dran. Und so das erste Mal legt ein, das haben wir schon lange gehabt. Erhält Leben, ein Cartoon, wenn es Angriff hat, das haben wir schon gehabt. Stellt einen Helm für jeden feindlichen Diener Leben wieder her, das ist noch cool. Okay. Schon gehabt. Und das ist der rostige Sandwurm. Jedes Mal, wenn dieser Diener einen anderen Diener angreift
Und vernichtet kann er erneut angreifen. Oh, das ist eine hure Kombo-Karte. Da kannst du das ganze Weltfeld cleanen mit dieser Karte. Hure geil. Verringert die Kosten dieses, das haben wir schon gehabt. Das ist genau das gleiche hier. Verursacht Schaden, der auf alle Charakter verteilt wird. Also, wenn du keinen hast, kannst du den schon bringen. Ja. Ich bin. Fügt allen denen, die keine Murlocs sind, Schaden zu. Oder wenn natürlich von einem Murloc Golden und Priester. gewöhnlich. Schauen. Haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Die Karte ist sehr beliebt. He. Okay, weiter geht's. Nein, Schießtreck. 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 Und. Ja, haben wir schon gehabt. Weiter geht's. Jetzt wird es langsam ein langweilig. Dann mal auf. Das haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt. Ja. Okay. Come on. Fügt einen, das haben wir schon gehabt. Das ist doch cool hier. Fügt einen Diener Schaden zu. Das mit der Überladung, der Scheiße. Fügt einen Feind Diener Schaden zu. Okay. Und da hier haben wir wieder die blöde Piratenkuh. Ein Zufall, Freunde, das haben wir schon gehabt. Oh, episch, das ist der nächste Blut des Uralten. Wenn ihr am Ende euer Zug zwei dieser Diener kontrolliert, melden sie sich zum Uralten. Ich habe leider nur einen. Bis die zweite noch machen. Spottacke, ruft, das haben wir auch schon gehabt. Und das ist, das ist dann Zeit eine Karte, Todesröcheln. Ich glaube, es recht okay. So. Da hier wird ein Zufallszauber, der oder wenig kostet. Der schon noch, könnte noch cool sein für Magier. Spott. Und da haben wir. Vielleicht, das haben wir schon. Das ist schon wieder selten. Ja, das haben wir noch. Und das ist da hier Gugus. Ah, der ist noch cool. Der ist noch cool. Moorschleicher. Oh, jetzt gehen wir schon auf die letzten 50 zu. Da ist nichts Spezielles. Und das ist. Das haben wir schon gehabt. Oh, der hat noch ein bisschen Wutanfall plus 2 Angriff. Der könnte noch cool sein. Den haben wir schon gehabt. Und weiter geht's, komm. Ich wette mit euch, ich werde hier keinen einzigen Legendär rausziehen. Ich habe nie Glück bei so Scheiß. Das haben wir auch schon gehabt. Und der, was ist das? Verleiht allen Dienern mit Todesröcheln auf eurer Hand 1 plus 1. Das ist noch cool, ja. Oh, das ist auch cool. Da kannst du einen Cartoon, kannst du einen Spot reinholen. Er ist richtig mühsam. Oh, er hat es bei das ist auch nicht schlecht. Und vielleicht, da haben wir schon 300 Mal gehabt. Und das vielleicht ein Diener zieht eine Karte, wenn es sich um ein Wildtier handelt. Okay, ja, alles schon klar. Kann nur angreifen, wenn euer Held in diesem Zug angegriffen hat. Okay, das. Okay. Nichts Spezielles, weiterkommen. Okay. Komm mal, vom Ring. Gehen wir jetzt gegen einen Legendary. Ja, seine muss schon gehen, oder? Nein. 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 Ist okay. Und jetzt kommt Legendary. Yes. Da ist er. Er hat jetzt mal, wenn er einen Diener angreift und vernichtet. Ui. Ja, ich habe eine legendäre Karte gezogen. Nice. Und 1000 Mal der. Und was haben wir da noch? Erhält, das haben wir auch schon 1000 Mal bekommen. Das ist eine neue. Ruft einen Schattenbestie bei. Okay. Und die haben wir schon 1000 Mal bekommen. Eins legendäres bis jetzt. Das haben wir auch schon gehabt. Haben wir schon 1000 Mal gehabt.
K. Noch 40. Puh. Ja, haben wir schon gehabt, da haben wir auch schon gehabt, da haben wir alles schon gehabt. Episch, schau da. Ruft einen gesichtslosen Vernichter 1.5.5. Das ist noch cool. Das ist doch cool. Weil, wenn du nicht silenzen kannst, ist der mühsam. Das ist cool. Das ist eine coole Karte. Komm, legendär, komm. Hey, habe ich schon. Und das? Habe ich schon gehabt. Scheißdreck, komm. Gib mir etwas. Nichts Spezielles, machen sie schneller, du musst die Angst haben. So, da haben wir auch schon gehabt, da haben wir auch schon gehabt, da haben wir. Jedes Mal, wenn einfach ein Diener stirbt, was haben wir schon gehabt? Da haben wir schon gehabt, das ist alles Scheiße, was wir schon gehabt haben. Alles Scheiße, was wir schon gehabt haben. Komm, legendär. Gib mir eine legendäre. Das ist doch mal eine gute Ausbeutung gesehen. Für alle Diener zieht für jeden eine Karte, vernichtet alle Diener mit zwei oder weniger Angriff. Das ist nicht ganz geil, Scheiß erhaltet. Der hat so viel Magierzauber auf die Hand, das ist schon geil. Er hat einen Diener, das ist ja alles geil. Das ist mal ein gutes Päckchen gesehen. Komm, das toppen Range, komm. Go! Nur Scheiß, er steht bei euren Helden. Da haben wir schon gehabt. Ich glaube, den Rest haben wir auch alles schon gehabt, ja. 2 seltene, den haben wir schon gehabt, das da hier, alles schon gehabt, Scheiß. Klinge von Khatun, vernichtet einen Diener, fügt einen Angriff und sein Leben Khatun hinzu, egal wo er sich befindet. Das ist natürlich ganz böse. Das ist auch noch cool, irgendwie, ich weiß nicht, finde ich wirklich noch cool. Der ist auch fett, leider nur auf 7 oben. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse, erhält für jedes zerstörte Geheimnis. Der ist fett. Der ist fett. Da habe ich Freude an dem. Aha, jedes Mal, nachdem ich ihn so bemüht habe, erhält Khatun, egal was ich befinde, fett geil. Verbraucht euer gesamtes Mana, stellt doppelt so viel Leben wieder her. Das ist, wenn, naja, ist okay. Verseuchen, vielleicht einen Diener toll seuchen, er hat so viel Tier auf die. Oh, das ist schon fett. Verwandelt diese Karte in jeden Zug. Verwandelt diese Karte in jeden Zug, indem er sie auf der Hand hat, in einen zufälligen Diener. Okay. Okay. Das haben wir schon gehabt. Und das verleiht euren Dienern für jedes Totems. Oh, das ist cool. Und Combo erhält, das haben wir noch nicht gehabt. Zwei legendäre, komm, da geht mehr. Das ist schon cool. Das ist ganz geil. Ich meine, warum? Das ist sozusagen die Extremversion von dem, was wir schon haben. Ruft einen Schleimer bei oder erhält einen leeren Mana-Kristall. Geil. Ich war einfach in der heimischen Auskarte. Ich glaube, das ist nichts Neues. Selten, das kann ich auch schon gehabt. Komm, wir gehen weiter. Ja. Mehr noch genug. Das Video wird schon sehr, wie ich gesagt, extrem lang. Nehmen wir irgendetwas Spezielles. Er schleit im Cartoon, egal wer sich befindet. Das ist eigentlich auch noch cool. Ich muss mit dem Cartoon den mal spielen. Das ist. Jetzt geht's ab. Versucht Schaden, vielleicht ein Cartoon. Okay, ist cool. Eure Heldenfähigkeit wird zu. Ruft einen Mörder. Oh, okay. Ja, da kannst du natürlich, da kannst du den Murlocs holen, wie blöd. Okay. Cool. Schon klar, noch 20 Giele. Und Modis.
go, go. Was haben wir da? Verursachsstand, da scheiß drauf. Weiter, komm, go, wow, Kiel. Den haben wir schon gehabt, den haben wir schon gehabt, den haben wir, glaube ich, auch, glaub ich, ja, auch schon gehabt, glaube ich. Oh, jetzt habe ich zwei von denen, das ist cool. Das haben wir auch geprüft. Oh, Scheiß. Ah, 16. Schön. Und weiter gehen. Und Morris. Und sehen wir da etwas Spezielles? Nein. Ui. Ruft alle drei Tierbegleiter dabei. Das ist eine fette Karte. Die ist ganz böse. Die habe ich mich gefreut. Die ist cool. Dann schon etwa 10.000 Mal gehabt. Okay. Irgendwie kommt es vor, immer die gleiche Karte. Ah, schon gehabt. Ah, schau da. Verbraucht er. Ah, nein, war schon gehabt. Schade. Aha. Noch 5. Ich glaube, der mit dem Legendären, der wird nicht mehr. Komm. Go. Ah, oh, das ist cool. Sehr cool sogar. Aber legendär. Oh ja. Prinzessin Huhuran löst den Todesfall eines befreundeten Dieners aus. Cool. Das ist eine coole Karte. Die hat böse, da kann es böse Kombos geben. Ja, ich glaube, ich muss zufrieden sein. Jetzt ist das letzte Päckchen. Schauen wir uns das an. Nicht. Und das ist nicht mehr. So, jetzt habe ich ganz viele neue Karten. Und ich habe noch 1500, habe ich noch Späuz, die ich entzaubern kann. Jetzt haben wir noch 4000, die ich entzaubern kann. Also von dem her sicherlich richtig cool. Am meisten Karten gegeben hat es für den Hexenmeister und für Paladin und für den Jäger. Am wenigsten bekommen hat Priester. Ah nein, Krieger hat am wenigsten neue Karten bekommen. So oder so, coole Sache. Hoffentlich gefallen, ist jetzt etwas mal etwas anderes gewesen. Ich wollte wissen, was ihr da hier alles so rausgezogen habt. Was ist die wildeste Ding? Und ich frage mich sicher, was da hier für der Fucked up ist. He? Das ist so ein schlechter, den ich schnell gebraucht habe, um eine Quest zu lösen. Das ist in dem Fall nicht gut. So, kommen wir zum Thema. Und wenn ihr auch Karten habt, könnt ihr das Ganze umposten. Hätte mehr Glück gehabt, mehr Pech gehabt als ich. Für euch der Markt dabei, Mac. Und los jetzt, wo die Karten richtig an.